Mike? Ja? Wir haben den falschen Baum. Warum? Das ist der andere hinter dir. Da müssen wir ran. Ich habe keinen Plan, ehrlich nicht. Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich dieses Mal den Parcours endlich aufbauen mit Mike 2. Ich habe Schnüre, Seile, Ideen und das wird ein mega geiles Ding. So Leute, wir haben vor, das ganze Geröde, was ich hier jetzt mit mir rumschleppe, schon mal in die Bäume zu verfrachten. Als Teil des Parcours. Der hier war das, ne? Das ist die Pilotschnur, die ich einbaue, um daran mein Hauptseil nach oben zu ziehen. Ja, das sieht immer schön bescheuert aus mit dem Helm, du. Aber, wie gesagt, nach dem Lehrgang da hat man gesehen, wie wichtig das wirklich ist, so ein Helm, ne? Und auch, dass man keine Fahrradhelme verwendet zum Klettern, sondern wirklich richtige Kletterhelme. Weil die nämlich Sollbruchstellen hier haben, an den Gurten. Das heißt, wenn man sich hier so anhängt, dann reißen die ab. Alles da, das ist schön. Und sogar nagelneue. Sehr gut für den Grip. Oh, das ist ja so ein Gummizeug, ne? Mhm, das ist pervers. Und das Seil hält doch wie viel Kilo aus? 3,5 Tonnen oder so ähnlich? Auf jeden Fall eine ganze Menge. Oh, ist das ein schönes Gefühl. So hoch gehen, das ist ja richtig geil. Oder auch nicht. Ich verschwinde mal. Jetzt passt das, ja. Versuch nochmal fünf. Ja, hat sich doppelt verschlauft da drin. Ach du Scheiße. Mike? Ja? Wir haben den falschen Baum. Warum? Das ist der andere hinter dir. Da müssen wir ran. Wir müssen über den Ilex doch und nicht, weil da, ja. Tut mir echt leid, ist mir jetzt erst aufgefallen. Sure. Weil wir sind ja genau neben den Gummireifen. Wie wäre es, wenn wir einfach mal eine Leiter nehmen? Also für diesen Zweck müsste es funktionieren, dass wir dann von der Leiter oben das befestigen. Also das wird auf jeden Fall gehen. Ja, dann sind wir auch schneller. Was mich so ein bisschen stört, ist die Entfernung. Du sagst ja, je länger der Weg ist, desto eher, wenn wir diese Dehnung haben im Seil. Das wird runtergehen. Hm? Aber nicht jetzt so, dass du bis zum Boden reichst. Und das ist ja das, was wir ausprobieren müssen. Ja, genau. Ich habe keinen Plan, ehrlich nicht. Kein Plan. Ich baue mir ein Haus. Im Wald. So. Wenn wir 80 cm, dann schiebt man so bis hier ungefähr. Ich wollte gerade sagen, was machen wir eigentlich, wenn die zu hoch hängen? Wenn die wirklich auf der Höhe hängen? Oha, na, ob wir da mal über den Ilex rüberkommen? Was machst du denn da? Eine Affenfalle. So 80 cm hört sich ja nicht viel an, aber wenn du mal überlegst, dass hier das Seil ist, Körpermitte. Du hängst dich ja an das Seil dran. Mhm. Dann musst du ab der Körpermitte ja sozusagen gucken, wie lang dein Arm ist. Und da bin ich schon bei 80 cm. Und ein Meter, da wäre ja keiner rangekommen. Es sei denn, das ist so ein 2-Meter-Mensch. Top. Guck mal, du hast sie fast perfekt eingebaut hier. Passt doch alles. Das ist alles auf 60 hier. Zum Glück haben wir einen Zollstock hier, ne? Tja. Was ein Getüdel hier, du. So. Ha, Scheiße.
Du, Mike. Das wird anstrengend. Oh Mann. Was haben wir uns dabei nur gedacht? Also die Seile müssen enger zusammen. Ich hatte jetzt echt eben Probleme, da ranzukommen. Also, ich bin 1,65 Meter und das Ding ist jetzt auf die Höhe meines Kopfes. Aber da wir eine Seildehnung haben, hoffe ich mal, dass wir hier ja, locker über den Boden schweben. Man darf sich von der Höhe jetzt nicht irritieren lassen. Es sieht zwar jetzt ganz schön hoch aus, aber wie gesagt, das wird noch alles einen Meter weiter nach unten gehen, so dass wir dann trotzdem noch über den Boden schweben. Also sieht alles ein bisschen beeindruckender aus, als es dann eigentlich ist.